Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Ja, eine Rune, ich glaube, Rune ist da oben, ne? Na, Knochenfragment. Ein Knochenfragment, die Line fehlt uns zu unserem Glück, und ich glaube, nachdem das 234 Meter weg ist, ob das eventuell nicht sogar oben bei diesem Maschinenhaus zu finden ist, oder zumindest in der Nähe. Ich möchte diesbezüglich liebend gerne diese Bahn benutzen. Dazu müssen wir hier mal weg, eigentlich. So im Großen und Ganzen haben wir eh, glaube ich, brav alles hier durchgeschaut, hoffe ich mal. Und deshalb möchte ich mich hier mal rausschleichen probieren. So. Schleiche ich überhaupt? Ja, ich habe geschlichen. Jetzt tue ich wieder schleichen. So. Mal kurz looken. Dem Haus wird mal ein Anstrich gut tun, hä? Da oben haben wir auf jeden Fall die Bahn. Es schaut schon danach aus, dass man da mit der Bahn weiterkommen tut. Das heißt, wir müssen uns da weiter... Also weiter, genau. Hoppala. So wenig getan. Das heißt, wir müssen uns wieder wegschleichen, das wollte ich sagen. Wir müssen uns wieder wegschleichen, das wollte ich eigentlich sagen tun. Oh, der pennt noch schön sauber. Ist gut. Ist dieser zweite Heuler vielleicht da vorn? Warte mal ganz kurz. Mausi? Der putzt sich mal. Vielleicht hat er sich gerade im Dreck gewälzt. Ich glaube, da kommt er her. Ernsthaft? Na, hat glaube ich nur so ausgeschaut. Wir müssen wieder Ruf hier. Ruf, Ruf. Irgendwie. Habe ich das so irgendwie geschaffen tut? Schon eigentlich, ne? Ich hab's irgendwie darauf geschafft. Ich glaube hier hoch, ne? Wow. Langsam, Emily, langsam. Raffmädchen. Ja, so muss das ausschauen. Ich bin gewillt, mit der Bahn zu. Mit der Bahn zu fahren. Mit dem Gerät da unten da. Müsste normalerweise jetzt klappen. Aber hoffe ich mal. Geht unten noch jemand? Mausis. Ich hoffe, dass das so passt. Ich werde auf jeden Fall... gespeichert haben wir eh heraus. Von dem her müsste es eh in Ordnung sein. Die ratzen da auch noch. Gut, dann würde ich sagen, wir fahren los. Mit bitte einsteigen. Die Bahn fährt ab. Zum oberen Aventa-Bezirk aufbrechen. Im unteren bleiben. Nein, ich würde sagen, wir fahren rauf. Ich hoffe, dass es dort oben ist. Mich sieht keiner. Wow. Okay, jetzt habe ich schon Angst gehabt, dass ich das aufmachen muss. Und jetzt schön gecheppert. Aha. Gut. Eine Achterbahn, oder wie? Kann man hier die Gegend anschauen? Ein bisschen? Boah, schaut schon cool aus, meine Lieben, oder? Ich sehe Jindoshs Anwesen von hier. Das Tor ist unten, ich brauche den Code. Mhm. Schlich, schlich. Schnell verstecki, stecki. Oha. Kommt schon so ein Gratler, nehme ich. Okay. Den Code. Und wo gibt man diesen Code ein? Beziehungsweise ist es denn vielleicht... Ah, schau! Und das auch noch. Ich wollte nur sagen, ist es vielleicht möglich, hier irgendwie Strom oder so? Ah ja, es ist blöd. Wenn ich den Strom ausschalte, ne? Das ist ja auch eine blöde Geschichte. Was haben wir denn da? Ich bin voll. Wie ein Christbaum. Nummernscheibe. Aha. Mhm.
Kann ich hier rüber drüber? Was haben wir denn da? Essen? Brauchen wir Essen? Ich glaube nicht. Aber eine Zeitung ist wieder da. Herzog Abele spielte wichtige Rolle bei Staatsstreich. Ach so. Der aus Kanaka stammende Herzog Luca Abele hat laut Berichten eine wichtige Rolle bei dem kürzlich durchgeführten Staatsstreich zur Ermachtung der unbeliebten Emily Coldwin gespielt. Unsere neue Kaiserin Delilah Coldwin hat mit Dissidenten kurzen Prozess gemacht und mehrere Kundgaben veröffentlicht. So, ich kann nicht lesen, ich weiß es eh. Diese dürften in Dunwall nach der fehlgeschlagenen Herrschaft von Emily Coldwin, das hört sich alles immer so schlimm an. Boah, ey, das ist... Das hört sich so furchtbar an, aber ja. Naja, weiter. Die bekannt dafür war, sich ihre Pflichten zugunsten angenehmerer Aktivitäten zu entziehen und nun für die Planung mehrerer Morde an ihren Kritikern beschuldigt wird, sicherlich auf offene Ohren treffen. Der Staatsstreich wird sich auf unseren Erfolg hier in Kanaka positiv auswirken, da Delilah Coldwin enge Verbindungen zu Herzog Abele hat. Jetzt wird Serkonus an Wohlhaben und Macht im Kaiserreich gewinnen. Seid euch da wirklich sicher? Das wäre echt übel, wenn die das zusammenbringt. Wo wir gerade über unsere Fehler nachdenken und dies überhaupt gerade erstmal bewusst sind, ne? Was wir da angerichtet haben. Und es ist so im Kaiserreich, im Königsreich, wie auch immer. Beim Adel ist das so, die Berater, es ist ja auch in der Regierung so, ne? Diese Lobbyisten und so, ne? Die haben schon zum Teil richtig Einfluss über die Politiker, ne? Naja, weiter im Text. Es gibt weitere Bereiche über anhaltende Unruhen. Es gibt weitere Berichte über anhaltende Unruhen in Dunwall, aufgrund von Kämpfen gegen jene, die Kaiserin Emily weiterhin die Treue halten. Jawohl. Schließen. Merci. Etwas essen, ich will dir noch aufbehalten. Weil ich weiß jetzt schon, dass ich failen werde. Ah ja, ist ja schon wieder ein paar Tage her. Was Ziel? Erreiche das Maschinenhaus. Finde den Code. Bla bla bla. Also da kann man einfach durchgehen und das ist dann auch... Na, oder? Ernsthaft? Speichern. Ich sehe es jetzt schon kommen. Einfach mal speichern, Alex. Null Problemo, Zocki. Mach mal sofort. So. Bitteschön. Ist besser. Ist jetzt ja schon ein paar Tage her. So. Die Zocki wird sich jetzt wieder deppert anstellen. Das ist ganz normal. Was ist denn sowas eigentlich? Für die Zeitung oder so? Oder für die Schuhe? Keine Ahnung, wofür sowas ist. Zerstörbare Tür. Die Lobby. Oh. Da sind Menschen. Die Rüne, die ist da oben. Alter. Ich denke, dass dieser Stadt hier passiert ist. Gib mir ein paar mechanische, dann räume ich schon auf im Staubbezirk. Ich weiß nicht, vielleicht waren die Trollboys besser aus der Zeit der Seuche. Da standen die Leute noch gerade. Andere Zeiten. Geht es nach dem Herzog? Haben wir in einem Jahr eine Armee aus mechanischen Soldaten. Ich versteck mich mal. Wenn die dann nämlich rauskommen, habe ich nämlich ein Problem wahrscheinlich. Oder die kommen gar nicht raus. Was haben wir da? Nur ein einfaches Büro. Vielleicht können wir da einfach so rein. Oh! Er wird gerade weggefoltert. Oh mein Gott.
Wie schaut's denn das? Ja, sicher ist das so ein Folterdings. Oder? Oder? Psst! Hör auf, du Wanne! Oh mein Gott! OMG! Alter Schalter, Verhörprotokoll. Hauptmann Cuero. Culero. Ihr Name ist Hieronymus Blas. Verdächtiger. Ja. Hauptmann Culero. Achso, das ist wieder so ein Dingens. Entschuldigung. Also der Hauptmann Culero sagt, Ihr Name ist Hieronymus Blas. Der Verdächtige sagt, ja. Hauptmann Culero, gestehen Sie, ein Flugblatt namens Schafft die Mechanischen von unseren Straßen verfasst, gedruckt und verteilt zu haben? Ja, Sie sollten es lesen. Wie lange noch, bis die Garde ganz aus mechanischen Soldaten besteht, gleichgültig gegenüber menschlichem Leid, blind den Befehlen der Adeligen folgend? Dann Corporal Lawyer, ist es weiblich? Ich nehme an, es ist weiblich. Da ist was dran, Hauptmann. Was, wenn uns der Herzog nicht mehr für gut genug hält? Ansonsten ist halt eine Tunte, ist ja wurscht. Entschuldigung. Ich will nicht zurück ins Bergwerk. Hauptmann Coelho. Corporal. Das ist kaum der richtige Zeitpunkt. Stellen Sie sich vor, unfehlbare, unbestechliche Soldaten. Er hat recht, Hauptmann. Verhör verschoben. Bericht verbrennen. Was? Na, würde ich gerne mitnehmen eigentlich. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Weg mit den Maschinen von Karnakos. Weg mit den Maschinen von Karnakos Straßen. Herrschaftszeiten. Nehmt euch vor seltsamen Geräuschen in Acht. Etwa dem Rasseln einer Fabrikmaschine. Sonst trefft ihr womöglich sofort auf die neueste Schöpfung unseres Großerfinders Kirin Chindosh. Und was sollen wir von den neuen Wundern der Industrie halten, die unter den reichsten Mitgliedern der Gesellschaft Kanakas begehrt sind und ihre Anwesen bewachen? Ich sage es euch, diese mechanischen Soldaten sind eine Gefahr für uns alle. Sie stehlen Leben mit der Moral der Rechen. Maschine eines Kaufmannes. Sie kämpfen tagelang ohne Pause, solange die versteckten Walöltanks auf ihren Rücken gefüllt sind. Super, und deshalb ist Walölmangel, ne? Die armen Wale. Uns erwartet die Tyrannei. Wenn wir jetzt nicht handeln und uns die rechtmäßige Gesellschaft unseres früheren Herzogs von Serkonus, einem wirklich begnadeten Anführer im Vergleich zu seinem faulen, verantwortungslosen Sohn wieder zurückholen. Bürger von Kanaka, kämpft, damit diese Maschinen von unseren Straßen verschwinden. Ja, ganz ehrlich, jo. Eigentlich, jo. Wanted. Ach, wie schön, ne? Was? Grauslich? Der geht unten, ne? Ich schau mal aus. Alter. Ich habe einen Plan, wie wir das einigermaßen unbeschadet überstehen können. Und zwar werden wir hier mal, wenn es klappt, speichern. Das klappt einmal sicher. Bin ich mir recht sicher. Dass das hier schon mal klappen tut. Okidoki. Next one. Wecker stellen, glaube ich. Ich hoffe, dass nicht die ganze Bagage auch von unten raufkommt. Das heißt, wir verstecken uns mal kurz hier. Mit Türe zu am besten. Wer ist das? Das hat hingehauen. Hm.
hat nicht funktioniert. Irgendwas ist los. Kann aber alles sein. Vielleicht auch was Gutes. Fleischeintopf zum Abendessen oder so. Aber wahrscheinlich gibt's Ärger. Das war sicher nichts. Ja, das war scheiße. Ich habe jetzt echt gedacht, das gibt's nicht, dass er mir erzählen kann. Doch, er sieht mich. Na, freilich tut er mich sehen. Na gut, der Wecker geht wieder ab. Abermals, und ich muss mich einfach beeilen. Und hoffen, ja, irgendwie hat es nicht hingehauen. Wahrscheinlich, weil ich gekrochen bin. Das heißt, ich muss mutig sein und stehen. So, wo sind wir hier? Ah, da. Natürlich. So. Die Klappe. Irgendwie kann man Knochenfragmente nicht an sich ranziehen, oder? Ist da wer? Ich sehe Lina. Was? Ha, muss ich dich jetzt suchen kommen? Ich habe keine Zeit für sowas. Ist da jemand? Zeig dich! Also mal sehen. Was war es? Nichts hier. Ich sehe mich mal um. Sehen wir uns doch mal um. Oh, Scheiße. Das ist gerade echt doof. Ich frage mich, was das wohl war. Mit ein bisschen Glück, Alter. Na, wir haben kein Glück. Ich habe kein Glück. Okay, nochmal. Geht sich scheinbar aus, dass ich, entweder kann man den würgen, verstehst? Wenn der da reingestürmt kommt, dann hätten wir unsere Ruhe. Ich glaube, ich werde versuchen, den zu erwürgen. Ich hoffe, dass es klappt. Schockschwere Not. Ah! So, also, Wecker. Kann man da runter? Ja, bitte. Du findest dich wohl toll. Alter, kommt da gar nicht her? Das erklärt so einiges. Ziemlich trocken. Könnte wirklich ein Whisky oder so vertragen. Oder auch irgendwas Billiges. Jetzt kommt da wer. Immer nicht der Ernst. Und da kommt auch wer. Okay, nochmal. Das muss schneller gehen. Okay, die kommen von beiden Seiten. Das ist natürlich wieder voll fair. Okay. Ich habe gedacht, es geht besser. Na, tut's nicht. Okay, auf jeden Fall hingehen, aufheben, wegschleichen. Gut. Okay, nochmal. Versuch Nummer 20 wahrscheinlich schon. So, aufmachen. Warte, ich glaube, der kommt schon wieder, der Gradler. Der macht auch einen Hof. Gestorben. Komplett entstellt. Überall Blut fliegen lassen. Grausig. Das hast du überhaupt nicht hingehauen. Es ist echt doof, dass ich es nicht herziehen darf. Müssen mir das nicht zweimal sagen. Vielleicht nochmal extra speichern? Vielleicht kann ich ihn... Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Das fällt, glaube ich, schon wieder auf. Bin auch ganz leise momentan, weil... Ja. Ich gerade... Alter.
Wer ist da? Wohl doch nichts. Er kommt durch die Tür. Okay. Ich habe mir das echt anders vorgestellt. Der Wecker bringt sie gar nichts. Die Tür zu öffnen wird sie auch nichts bringen. Das ist gerade echt eine blöde Geschichte. Kann ich eigentlich schon offen lassen, ist schon wurscht. Wer ist das? Wah, das Was? Hat sich null gebracht. Dem ist das komplett wurscht. Okay, laden nochmal. Ich bin gerade echt überlegen, was ich machen soll. Wie ich das machen soll. Ich nehme es nochmal von da, von dem da, weil der Wecker bringt sie eh nichts. Aber es kommt von hier jetzt gleich jemand, ne? Der obere müsste zuerst ausgeschalten werden. Ja, ja, freilich sieht er mich. Gut, das ist echt. Na, okay, nochmal der untere. Wecker. Wecker ist sinnlos, kann ich vergessen. Ich muss schauen, dass ich raufkomme. Den einen erdrossel. Der, was unten raufkommt, den als nächstes erdrossel. Und dann kann ich mich im Raum drinnen konzentrieren. So. Okay. Anders klappt das momentan leider nicht. Okay. Das heißt, ich muss hoffen, dass hier in dem Raum da niemand drinnen ist. Das stimmt doch nicht. Da brauche ich das zusammen, das spüre ich. Scheint safe zu sein. Okay. Machen wir einfach mal auf. So, und wieder zu. Da. Was haben wir denn hier Schönes? Ist hier was von Wert? Nein. Natürlich nicht. Hier vielleicht noch um den Eck herum irgendwas. Ich suche bestimmte Sachen wie Münzen zum Beispiel oder Einträge für unser Questbüchlein. Ja. Am Klo wahrscheinlich eher nicht. Ja. Total weh. Ich muss mir die Hände waschen. Warte. So. Ah, schon besser. Okay, das ist nur ein Scheißhaus. Klo meine ich. Es behauptet immer, irgendwer einen maskierten Kerl gesehen zu haben. Ist sicher falscher Alarm. Was haben wir da? So. Wanted. So eine Art Lehrerzimmer? Fragezeichen? Pistolenkugeln brauchen wir nicht, ne? Na, Dings brauchen wir auch nicht. Okay. Da oben irgendwas? No, schaut nicht aus. Was haben wir da? Old Lampro Roadway. Nehmen wir mit. Ah, das sind ein paar Münzen wert. Schön. Bei Münzelis. Die Rune. Na toll. Naja, klar. Mamis Herz, ne, rast vor Freude. Da drüben ist eine Rune. Mädel, hol sie dir. Polarisierte Legierung. Oh. Wir haben einen Bauplan gefunden. Wie schön.
Wie schön, wie schön. Der pennt, oder? Kann man da was stibitzen? Sicher. Drei Sachen gleich. Ich weiß, er schläft. Ich will ihn trotzdem mal. Allein schon, wie er liegt, wie er schläft. Weil der schnarcht gleich wieder wahrscheinlich. Oder? Ja, schau mal, er schnarcht in der Position. Okay, da kann man nur schlafen. Neuer Torcode. Ui, wir haben ihn gefunden. Alle aufgepasst. Der neue Türcode lautet 074. Prägen Sie sich diese Nachricht ein und vernichten Sie sie danach. Der Code ist nicht aufzuschreiben und die Nachricht zu vernichten. Major Alain Binoche? So, Binoche? Binoche? Binoche ist gut. Der schnarcht schon wieder durch die Kinder. Ah, das ist so schön. Ja, der Bäcker. Die Uhr kann mir mal gestohlen bleiben. Fürs Erste. Eine Gießkanne. Für seine verehrte Pflanze hier. Ja. Gut. Yeah. Mua. Hat sich voll ausgezahlt, da rein zu hatschen. So. Look, look. Look, look. Ja, der eine ist komplett verschwunden, oder? Das wird der sein. Der wird aufgewacht sein, wahrscheinlich durch den Kackwecker. Hoho, das könnte natürlich sein, ne? So, jetzt ist er unten. Warte, das lief gut. Das lief so gut, dass wir das glatt speichern müssen. Also hier rauf, weil das ist mein erster Spielstand für Spielspeicher-Dings für heute. Der Bart ist auch gleich zu Ende. Das gibt's ja nicht. Und nichts erreicht schon wieder. Naja, okay, fast nichts. Denn immerhin haben wir schon mal den Dürrcode. Den haben wir ja schon mal. Und jetzt ist halt nur noch das Problemchen da unten, ne? Das wir lösen müssen. Ich muss nochmal hier reinspähen. Scheint aber niemand da zu sein. Ja, Chindosh anwesend, ja genau. Den Wecker stellen hilft leider nicht viel, weil betäubend. Was haben wir denn da gefunden? Muhaha. Und speichern. Das mache ich fix falsch. Fix. Darauf kannst du. Na, ich sag's nicht, aber darauf kann man eigentlich Gift nehmen. Aber das sagt man. Das ist gemein. Kann du das noch wirklich jemand? Bitte nicht. So. Also kein Gift nehmen. Verstehst? So. Also, zuerst einmal den Wecker. Der sich gar nichts bringt, dann nehmen wir die Flasche mit. Ich glaube, den Wecker hätte ich mir sparen können, weil so kommt der nämlich auch noch rauf, ne? Wer ist das? Warten. Was war das? Yes! Hat hingehauen. I'm lucky und glücklich und alles. So. Den Wecker hätte ich mir, glaube ich, sparen können, wenn ich es verhaut habe. Juhu! Neues Knochenartefakt. Wenn ich das jetzt. Warte, ich habe es versammelt. Warte kurz. Nochmal. Und laden. Ich werde diesmal nicht den Wecker benutzen. War nur mal ein Versuch. Der Wecker ist kacker. Der weckt nur. Also der führt. Es führt nur dazu, dass unten die Leute raufkommen. Das lassen wir schön sein. Wecker ist pfui pfui, wir nehmen nur dieses Chloro-Dingsbums damit. So, weil da geht es so irgendwann wieder rauf und dann passt das so, dann ist das schon gut. Gut gelufen tut, halt was jemand da. Also den nehmen wir mit, dann gehen wir hier raus. Jawohl, wir gehen hier raus. Wir gehen hier raus, wir gehen hier rein. So, und dann ist der Part vorbei. Wahrscheinlich nicken. Wart hier, ich bin nur kurz weg. Oh, oh. Meine Nerven. Da ist doch was faul. Okay. Halt, ich wollte ihn erwischen. Kann nicht.
das gut? Irgendwas habe ich gerade geplündert. Münzen, okay. Ich glaube, das ging gerade gut. Wohl, du bist leise. Zeig dich. Hä? Ich kann ja nicht trampeln wie ein Elefant. Doch, kann ich. Ich weiß eh, aber... Hä? Nimm das jetzt endlich mit, den Dreck. Wie dünn sind denn bitte... Wie dünn ist denn der Boden? Geh unter den Tisch, du blöde Kuh! Ach, nochmal. Im nächsten Part. Ja, ich weiß. Die kann ich nicht trampeln wie eine... Wie eine Kuh. Da muss ich jetzt echt auf den warten. Der kommt da echt rein. Dann warten wir halt, oder? So, fortsetzen. Ich nehme schon mal die Flasche und sag vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Erdulden meiner Fails. Aber wir haben immerhin schon mal den Code 074 für unten das Türchen. Ich warte jetzt noch, bis der Hampelmann da hochkommt. Ich habe keine Ahnung, wo der lang gehen wird. Ich verstecke mich einfach mal. Und ja. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wir werden im nächsten Part weitermachen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Hab so Hunger. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!